Hallo liebe Freunde des Bastelkellers. Wir haben, wie ihr vielleicht schon in unserem Blog gelesen habt, einen Y-Adapter gebastelt und wir wollen euch diesen mal jetzt auch noch im Video vorstellen. Was ihr dazu braucht, könnt ihr natürlich auch im Blog lesen, sind diese Bauteile. Das sind doppelreihige Dip-Leisten und schon bereitgestellt. Einreihige Leisten, auch in der Dip-Form. Hier noch die Lötösen und das Gehäuse dazu. Ja, und was ihr dann daraus bauen könnt, ist ein Y-Adapter, den man für die Verbindung von einem Mikrocontroller zu dem Logic Analyzer und dem eigentlichen Chip, den man ansteuern will, nutzen kann. Das sieht man hier auch ganz gut in diesem Beispiel. Da haben wir einen X-Mega, der an einen AD7606 geht, auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite gehen die ganzen bunten Kabel an den Logic Analyzer, der jetzt gerade rechts außerhalb des Bildes ist. Und dann kann man damit sehr schön die Signale samplen, wie man auf dem Bildschirm sieht. Das sieht dann so aus. Einmal gestartet, wird hier alles gesampelt und dann kann man sich das Signal genau angucken und debuggen, ob alles richtig läuft. Was man allerdings beachten muss, ist, dass durch die Kabellängen, die dazukommen, auch noch Reflexionen entstehen könnten bei hochfrequenten Signalen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man das mit einrechnet. In das ganze Schema. Jo. Aber das war es dann soweit schon vom Y-Adapter. Also wichtig ist auch, dass es nicht nur hochfrequente Signale sind, sondern Signale mit steilen Flanken. Okay, ja, das ist vielleicht genauer ausgedrückt. Gut, aber das war es dann auch schon von dem Logic-Analysator und dem Y-Adapter. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Denkt dran, uns zu abonnieren, da unten irgendwo, und schreibt Kommentare. Jo. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Ciao.